Natürlich sind wir jetzt sehr zufrieden, dass wir hier gewonnen haben, vor allen Dingen, dass wir eine Serie gestartet haben. Und das gibt uns auch mit so einem Spiel mehr Selbstvertrauen und das brauchen wir, weil wir hatten schon zu viele Punkte verschenkt. Und heute war es wichtig, dass wir nicht nochmal Punkte verschenken. In der zweiten Halbzeit haben wir dann insgesamt viel, viel besser gespielt, taktisch viel besser gestanden, kaum noch Chancen zugelassen und einige tolle und schöne Tore geschossen. Wir wollten Dortmund auch kommen lassen, aber natürlich wollten wir nicht in den Rückstand geraten und wir haben auch nicht gut gespielt. Aber klar ist, dass wir Räume nach vorne auch brauchen, deswegen wollten wir uns ein bisschen zurückziehen. Aber das hat nicht so funktioniert, weil wir dann auch in der Offensive zu viele Ballverluste hatten, zu viele einfache Ballverluste. Wenn wir mal einen Ball länger in den eigenen Reihen gelassen haben, dann hatten wir auch Möglichkeiten. Die erste Halbzeit, die ersten Minuten, die 20, 25 Minuten haben wir gar nicht gemacht. Und dann hat man gesehen, dass wir Schwierigkeiten hatten. Und zweite Halbzeit, ja, in der Kabine war der Trainer sehr laut. Und dann haben wir versucht zu spielen, wie der Trainer möchte. Und dann hat man gesehen, dass es auch viel einfacher war. Und dann haben wir auch die Tore gemacht. Beim Spiel gegen Wolfsburg hat man schon gesehen, dass die Mannschaft konstanter ist, kompakter steht und einfach eine ganz andere Leidenschaft auf dem Platz hat. Und das haben wir heute in der zweiten Halbzeit vor allem umgesetzt. Und deswegen hat es zum Sieg gereicht. Ich habe mich gefreut, dass wir 2-1 in Führung gegangen sind. Das ist ganz normal, glaube ich. Mehr auch nicht. Mir sind die drei Punkte wichtig. Mir ist das wichtig, was die Mannschaft macht und nicht, was die Einzelnen machen.